Milieuschutz und Vorkaufsrecht, das sind ziemlich gegensätzliche Begriffe, könnte man meinen. Aber bei genauem Hinsehen sind sie dann doch in Berlin untrennbar. Zu beobachten an sehr vielen Ecken der Stadt, überall da nämlich, wo der jeweilige Bezirk gewachsene Strukturen weitgehend erhalten will. Wie das konkret aussieht, das zeigen wir Ihnen gleich. Vorher erklärt Ihnen Florian Eckert mal, worum es überhaupt geht beim Vorkaufsrecht. Die Fakten. Kauft ein Investor ein Haus in Berlin, steigen oft die Mieten. Um das zu verhindern, gibt es laut Baugesetzbuch kommunales Vorkaufsrecht. Der Bezirk kann den Verkauf an einen Investor stoppen und das Haus selbst kaufen. 8-mal ist das bei Mietshäusern bis jetzt passiert. Meistens haben die Bezirke aber dafür nicht das Geld. Sie können das Vorkaufsrecht aber nutzen und das Haus an etwa Wohnungsbaugesellschaften oder Genossenschaften abgeben. Die bezahlen dann für das Haus. Verpflichten sich aber, die preiswerten Mietwohnungen zu erhalten. Das alles geht nur, wenn das Haus in einem Milieuschutzgebiet steht. Dort sind etwa Luxussanierungen und Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen verboten. Das Vorkaufsrecht soll jetzt noch verschärft werden. Hauskäufer sollen sich jetzt verpflichten, sich an die Regeln des Milieuschutzgebietes zu halten. Machen sie das nicht, drohen hohe Strafen. Die ganze Stunde findet in der Kreuzberger Kovri-Straße eine Kundgebung statt, bei der es um genau dieses Thema geht. Und sie findet direkt vor dem Mietshaus Nummer 4445 statt, weil dort ganz aktuell geprüft wird, ob in den Verkauf an einen Immobilienmakler durch das bezirkliche Vorkaufsrecht eingegriffen werden kann. Ute Bartel hat sich den Fall näher angesehen und mit den unterschiedlichen Parteien gesprochen. Sie wollen bleiben und auch weiterhin bezahlbare Mieten für ihre Wohnungen in der Kovri-Straße 44 und 45 zahlen. Nachdem der alte Vermieter gestorben war, plante die Erbin den Verkauf des Hauses für knapp 2 Millionen Euro. Die Mieter machten ihr ein Angebot. Letztendlich waren wir zum Schluss so weit, dass wir es gerne kaufen wollten mit Hilfe einer Stiftung, mit der Stiftung Nord-Südbrücken. Das wäre ein Modell gewesen, das das Haus komplett in die Hände der Mieterschaft gelegt hätte. Da hätte die Stiftung das gesamte Objekt gekauft und uns das Haus zurückverkauft. Und die Mieterschaft hätte das komplett autonom selbst verwaltet. Doch die Erbin verkaufte es an einen Immobilienmakler. Nun befürchten die Bewohner, dass ihre günstigen Mieten in die Höhe schnellen werden, wenn der neue Vermieter hier sanieren wird. Wir befürchten ganz klar, dass wir hier verdrängt werden. Auf unsere Anfrage teilte der Käufer schriftlich mit, dass er weder die Aufteilung des Hauses noch die Luxussanierung oder die Vertreibung von Mietern verfolge. Auch plane er keine Umwandlung der Miet- in Eigentumswohnungen. Dazu habe er sich in einem Kaufvertrag für 10 Jahre verpflichtet. Es gibt sehr viele Schlupflöcher. Wir haben hier Ofenheizungen, da kann man ansetzen, Gesetze umgehen. Das haben wir in der Vergangenheit wirklich oft hier im Kiez beobachtet. Um die Mieter im Kiez vor Verdrängung zu schützen, sollen die Bezirke nun zunehmend ihr kommunales Vorkaufsrecht wahrnehmen. Auch der Fall Kovri-Straße wird derzeit geprüft. Der Bezirk will nur dann auf sein Vorkaufsrecht verzichten, wenn der Käufer des Hauses einen Vertrag unterschreibt. Laut Baugesetzbuch haben die Käufer die Möglichkeit, den Vorkauf abzuwenden durch eine Vereinbarung. Und wir haben hier im Bezirk eine Vereinbarung, die immer über 20 Jahre bestimmte Dinge regelt. Und wir werden sehen, ob hier der Käufer diese Abwendungsvereinbarung unterschreiben will. Der Eigentümerverband hingegen rät dazu, diese Vereinbarung nicht zu unterschreiben. Wir raten davon ab, weil diese Vorkaufsrechtsverfahren aus unserer Sicht rechtlich nicht sauber durchgeführt werden. Der Staat darf nur ein solches Vorkaufsrecht ausüben, wenn es in einem dringenden öffentlichen Interesse ist. Die Mieter hoffen, dass der Bezirk sein Vorkaufsrecht ausüben wird und sie das Haus doch noch selbst kaufen können. Aber wahrscheinlich wird der Fall Kovri-Straße vor Gericht landen.